Hallo meine Freunde des gepflegten Displays und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let Us Play World of Warcraft Mists of Pandaria. Eigentlich hatte ich ja vor, immer am Stück aufzunehmen, so eine Stunde oder sonst irgendwas, je nachdem uns zu schneiden. Das wird aber erst ab der nächsten oder übernächsten oder übernächsten Folge so. Aus dem Grund, weil ich gerade hier definitiv eine Folge noch für morgen brauche. Und die muss jetzt schnell gerendert werden und schnell hochgeladen und pipapo. Warum muss die jetzt schon hochgeladen werden? Wegen der Monetarisierung, bla bla, damit ich Geld verdiene. Deswegen wird das hier wieder nur eine 15-Minuten-Aufnahme. Aber ist ja kein Unterschied zu sonst, so gesehen. Moment. Sound ein bisschen leiser drehen, ist ja direkt vor mir mittlerweile. Mein Zimmer ein bisschen umgebaut seit der letzten Aufnahme von World of Warcraft. Weil mir eigentlich aufgefallen ist, dass es mir nicht so ganz gefällt, wie das alles hier steht und bibabo. Und ja, ich würde mal sagen, ist das alles ein bisschen effektiver gestaltet. So, Karotte, Kürbis, Rübe. Sehe ich denn hier irgendwo? Ah, ich weiß, wo wir hingehen können dafür. Smaragd, Sänger. Sieht aus wie ein Grashübbe. Ja, ich gucke gerade so ein bisschen. Weil irgendwo müsste hier ein Loch sein im Boden. Da vorne. Okay. Ich hoffe zumindest, dass es das ist. Warum hat das gerade zwei verbraucht auf einmal? Manchmal keinen. Also ich blick da gerade nicht so ganz durch. Flip. 3 von 10. Wie viel brauchen wir von den anderen ausgegrabene Rübe 3 Stück, gestohlene Karotte 3 Stück, stibitzte Kürbis 3 Stück. Der wimmelnde Bau. Hier wollte ich doch rein. Hier machen wir gleich mal diese Viecher fertig. Flup, flup, flup. Komm schon. Stirb. 4 von 10. Gestohlene Karotte haben wir jetzt eine. Da liegt noch eine gestohlene Karotte. Die nehmen wir uns doch mal mit. Vorne war ein Erzvorkommen. Kupferader. Hier sind anscheinend nur Karotten. Das bringt mir jetzt nicht so viel. Alter Falter, das ist eine riesige Karotte. Ich wollte gerade fragen, ob Pandaren überhaupt sowas fressen, aber ich glaube, Pandaren, also Panda-Bären fressen in echt ja. Was ist denn das Zeug? Bambus. Deswegen heißen die auch Bambusbären. Nein, gar nicht. Wollte gerade fragen, ob die überhaupt Gemüse essen oder ob die nur Fleisch essen, aber ich glaube, die essen auch pflanzliche Sachen. Ja? Doch, ich glaube schon. Schädlingrotte. Flup, Kürbis. Hauen wir hier nochmal einen weg. Flup. Ei, du nicht nehmen, Kerze. Oh, Moment. Nee, das waren andere. Ich glaube, das ist so ein Standardspruch aus WoW. Also es war Menschengebiet, kamen ja diese Kobolde. Die haben immer geschrien, du nicht nehmen, Kerze. Das war sehr putzig. Die Viecher mochte ich. Jetzt sind nur noch ausgegrabene Rüben da hinten. Oh, vor mir liegt, steht. Eine Nudelsuppe, hätte ich beinahe gesagt. Eine 5-Minuten-Terrine. Nudeln in Rahmsoße. Sind zwar richtig, richtig kalorienreich. Also eine Fertig-Lasagne hat weniger Kalorien, aber ich liebe 5-Minuten-Terrine, Nudeln in Rahmsoße. Ich liebe allgemein Rahmsoße. Es gibt nichts Besseres. Oh. Okay. Werde ich auch schon zum Feinschmecke. Leder. Braucht man nicht. Die brauchen wir aber. Stoff. So, wir laufen mal ein Stück weiter. Okay, soll ich gleich mal was töten? Flup, 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 flup. Flup, flup. Schwanz hier. Klatsch mir einen Schwanz ins Gesicht. Du dreckiges Subjekt. Okay, ja, haben wir den auch. Haben wir was zu essen, wobei wir regenerieren ja arschschnell. Braucht man eigentlich nichts essen. So, die Viecher habe ich gleich alle schon. Haben wir gleich alle schon. Ist ja ein Gemeinschaftsweg mit euch. Mavels ist gerade on der Rusky LP. Schreiben wir den nochmal ganz nett an mit Enis. Was meint denn Enis? Ja, genau das, was ihr jetzt denkt. So, da vorne sind die Rüben. Da war gerade eine Flosse von einer Schildkröte. Wie es mir scheint. So, eine Rübe haben wir. Da hinten ist noch eine. Wada.
Kommt übrigens aus Scary Movie, den ersten Teil. Rakete. Wo der Kerl mit der Scream-Maske mit Shorty telefoniert hat. Dann haben sie sich auch mal gemeldet mit WhatsApp, also WhatsApp. Und ich glaube, daher hat WhatsApp auch seinen Namen, weil WhatsApp, WhatsApp, ne? Mhm. Bist im LP. So, haben wir ihm das auch mal geschrieben. Der gute 24 Stunden Rusky LP. So hieß er, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre. Auf meiner G19 steht jetzt die ganze Zeit, dass er mir geschrieben hat. Ich wollte eigentlich gerade mal gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Countdown. Verdammt, das war die Webcam. Countdown. Okay, noch so einiges. Schreibt er nicht mehr. Schämt er sich. Nein, er ist entsetzt. Das ist doch gut. Okay. Legen wir gleich an. Hier die andere Quest noch, dann sind wir schon Level 7. Was ist da los? Ja, okay, eigentlich. Eigentlich brauchen wir gerade echt lange. Awesome. Blackout-Tritt. Das hört sich auch cool an. Gucken wir uns gleich mal die Fähigkeiten hier an, so ein bisschen. Stil. Der wilde Tiger erhöht den verursachten Schaden um 20% und erhöht die Schiemenge, die von euren Fähigkeiten Hieb und Schadensumleitung erzeugt wird, um 1. Hieb. Ihr verprügelt das Tier mit eurem Stab, fügt ihm 10 bis 16 Schaden zu und erzeugt 2 Ski. Tigerklaue. Greift mit eurer Handfläche an und verursacht so 19 bis 31 Schaden. Gewährt euch Kraft des Tigers, wodurch eure Angriffe 20 Sekunden lang 10% der Rüstung des Gegners ignorieren. Bis zu 3-mal stapelbar. Cool. Jetzt haben wir auch Blackout-Tritt. Ein mit Ski verstärkter Tritt, der 46 bis 74 körperlichen Schaden verursacht. Oh, der macht viel Schaden. Aber verbraucht bloß 2 Ski. Hier machen wir maximal 62 mit. Hier machen wir mindestens 92 mit. Maximal 148. Oh. Okay. Hier haben wir noch einmal Jojo Eisenstürm. Sammelt 12 weggeworfene Holzbretter. Das kann man ja auch schon alles. Beziehungsweise wir kennen es noch. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob ihr so die Videos geguckt habt. Aber die Quests sind mir alle nicht unbekannt. So. Jetzt hier einmal freihändig laufen und dabei mein Süppchen, will ich die ganze Zeit sagen, meine Nudeln in Rahmsoße umrühren. Oh, ist das lecker. Ich will es essen. Geht aber gerade nicht. Musste man nicht den dafür töten? Ragis? Nee. Wir rollen uns einfach mal ganz dreist dahin und holen uns die weggeworfenen Bretter. Ach, Moment, da ist doch der Hammer. Oh. Fuki. Ich wollte den gerade die letzten bisschen HP abziehen und nicht das hier. Okay, warten, warten, warten. So, ist wieder dran. Flip. Ja, der haut schon ordentlich rein. Wo ist er? Da ist er. Hat er sich gerade festgebuckt? Ja, was buckst du? Da ist er wieder an der Oberfläche. Wir müssen ihn gerade eigentlich gar nicht töten, wenn ich das richtig sehe. Nö, mussten wir auch nicht. Okay. Mich fast gekillt, aber okay. Kriegsbräu. Ich ein Panda bin. Und Pandas haben nette Namen. Oh, jetzt stell hier nicht immer meine Tastatur, du Sack. So. Du wolltest mir meine Bretter klauen, klaue ich dir deine Bretter. Und ist dein Panda fett, versoffen und faul? Ja. Ist er. Hat er einen Filzbart und ein Unterhemd? Ist nackig. Will der gerade eine Anspielung auf mich machen? Also fett bin ich nicht. Ich glaube, wenn ihr meine Facecam-Reels gesehen habt, wisst ihr das.
Versoffen, ich bin Antialkoholiker, faul. Ja, ich bin nicht faul, ich habe bloß einfach keine Lust. Filzbart, mein Bart ist gepflegt. Unterhemd, ich habe gerade ein Minecraft-T-Shirt an, powered by Redstone. Nackig bin ich nur untenrum. Nein, natürlich nicht. Ich habe gerade eine Lederhose an. Was ist da los? Genug davon. Ah, wir sind hier gerade respektvoll. Wohlwollend. Schön, euch zu sehen. Dann wärst du sofort 80 gewesen. Schlag den Gong. Bäm. Okay. Zögert nicht. Quest beenden. Haben wir irgendwas Neues bekommen? Die Schuhe legen wir an. Leder. Schlechter. Okay. Okay, okay, okay. Bittet Schuh um Hilfe. Weckt Wugu auf. Wer ist ein Schuh? Wem fehlt ein Schuh? Da ist Schuh. Hallo? Schuh, könnt ihr bitte Wugu für mich wecken? Ja, er scheint das zu wollen. Boah. Das war ja nicht sehr nett. Willkommen. Bindung des Erdgeistes. Nehmen wir doch mal an. Achso. Bring Schuh und Wugo in den Tempel. An der Straße steht ein Wagen. Ach, da ist er. Kommt her, meine Geisterchens. Und lasset uns mit den Wagen fahren. So, nochmal kurz die Nudeln in Ramsos umrühren. Oh, die lachen mich hier an. Hm, Grießbrei ist mich. Ist mich. Oh, scheiße, ich sah aber schon. Ich habe hier auch nichts zu trinken. Oh, ist das kaggi. Facecamst du MOP auch? Ja, irgendwie bist du ziemlich scheiße, Roski. Nein, ist er nicht. Ist ein guter Kumpel. Genauso wie der Saarpower LP heißt der mittlerweile, der Mega Skywalker. Der olle Bobkopf. Nee, Facecam wird im Augenblick nur in Resident Evil. Oh. In, wie heißt denn das Spiel? Clive Barker's Jericho benutzt. Und ja, allgemein wird da wahrscheinlich, wird Facecam wahrscheinlich nur in Projekten benutzt, wo ich mich erschrecken kann. Also, mal sehen, was da noch so kommen wird. Ich. Eventuell Lucius werde ich mir holen. Mal sehen, ob ich das Let's Playen werde. Habe ich eigentlich Bock drauf. Das Ding ist einfach, ich muss jetzt so langsam mal was zu Ende bringen, weil ich habe im Augenblick World of Warcraft, Clive Barker's Jericho, Kingdoms of Amalur immer noch, Cladden, Brickforce, soll ich denn noch so? Herr der Ringe, der Krieg im Norden, was ich im Augenblick leider nicht weiter Let's Playen kann, weil ich damit technische Probleme im Augenblick habe. Wird aber definitiv weitergehen, keine Sorge. Du kriegst deine dritten. Ja, versteht schon wieder alles falsch. Und ja, da muss einfach so langsam mal was beendet werden, weil es sind einfach zu viele Projekte wiedermals. Bin ich ja gewohnt eigentlich von mir, aber naja. Und ja, deswegen wird da bald was verschwinden, beziehungsweise fertig werden. Also Kings of Amalur wird bald fertig werden und... Brickforce mache ich auch nicht mehr so aktiv und ich glaube, ich habe gerade einen Disconnect. Ja, es bietet sich an für einen Aufnahmestopp. Wir sehen uns wieder. Nee, niemand hier an. Nein, jetzt liegen wir in der Runde. Oh, ich will doch einen Aufnahmestopp machen. Was ist denn das? Fliegen wir denn jetzt hin? Ach, da oben? Ich will einen Aufnahmestopp. Manu! Bin schon mal 14 Minuten, 24, 25, 26. Okay. Hier mache ich einen Aufnahmestopp. Wir sehen uns in einer weiteren Folge, wenn es wieder heißt Let Us Play Mists of Pandaria von World of Warcraft als neues Set on. Bis dann verabschiede ich mich jedoch recht herzlich von euch. Bye. Euer Grießbrei.